Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ist das jetzt sehr gut oder ist vielleicht doch ein Scheiß? Ah, Entschuldigung, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ihr schon wieder da seid. Ja, wir sehen uns zum fünften Mal wieder bei unserem großen Blick auf die großen Horrorfilm-Franchises hier bei Tierliebe mit The Rico Gamer und Zocki. Denn wir haben in den letzten vier Folgen bereits wirklich einige der größten Horrorfilm-Franchises aller Zeiten gerankt, haben uns dabei wahrscheinlich in den Kommentaren einen großen Shitstorm von euch eingefangen. Wir wissen es tatsächlich noch nicht, weil wir haben alle Folgen am Stück aufgenommen. Aber wir haben jetzt hier auf jeden Fall mal den Überblick über das, was wir bis jetzt gerankt haben. Und wir haben noch einige große Nummern offen. Die sehen wir da unten. Und ich würde sagen, Rico, startest du gleich einmal mit unserem ersten Kandidaten für heute, nämlich My Bloody Ja, Valentine. auch ein etwas älterer Film, der was ja ziemlich ja, gut remastered worden ist, My Bloody Valentine, war auch einer der ersten Filme, die was in ein richtiges 3D remaked worden sind. My Bloody Valentine. Ich habe alle Teile gesehen, ich habe die alten gesehen, ich habe den neuen Remastered gesehen und ich fand ihn gut. Ich muss dazu sagen, der alte ist tatsächlich etwas ganz Besonderes, finde ich, weil das ist einer der wenigen Filme, weil man normalerweise ja echt sagt, Gewalt macht ja den Film nicht besser oder schlechter. Das stimmt grundsätzlich schon, aber das offensichtliche Fehlen von Gewalt aus Zensurgründen macht einen Film sehr wohl schlechter. Und beim Original My Bloody Valentine ist es halt wirklich so, dass wenn du dir die R-Rated-Fassung anschaust, die Kinofassung, dass du diese Schnitte extrem deutlich siehst und dass dir so wie bei jedem Freitag der 13. Film, dass es hier fast noch deutlicher ist, dass den Filmgenuss komplett zusammenhaut. Hast du aber so wie ich die Unrated-Fassung, die es dann erst auf Blu-ray gegeben hat, und schaust dir den an, und hast du wahrscheinlich einen der härtesten und geilsten Slasher der frühen 80er Jahre. Und der ist Hammer. Und ich muss sagen, das Remake ist mir ein bisschen zu sehr mit diesen kitschigen on the nose im wahrsten Sinne des Wortes 3D-Effekten. Und ich finde den nur okay, weil er halt auch zu einem großen Teil relativ dumm ist. Aber My Bloody Valentine ist trotzdem ein ganz leibendes Franchise und es würde mir wehtun, es zu naja zu tun. Deswegen tue ich es ganz unten hin bei gut. Bei mir liegt es genau hinter Halloween. Gut, aber du hast ja bei dir quasi keine Ordnung in den einzelnen Nein, also Kategorien. ich versuche mittlerweile so ein bisschen eine Ordnung reinzubringen, aber grundsätzlich stimmt's, habe ich keine Ordnung. Ja. Aber dass ich mit dir mitmachen kann, tue ich mich so ein bisschen Ja, zu schlimm. Entschuldigung, ich bin halt ein Influencer. Okay, und bevor du jetzt wirklich zu mir fährst und mir in die Goschen haust für den Spruch, mache ich einfach weiter mit The Descent. Und da tue ich mir. Das Schlimme ist das kann sich Zocki nur erlauben, weil er mittlerweile größer ist als ich. Das war vor 4 Jahren anders. Nur so nur mal so Ja, angesprochen. da war ich erst Beim Film 1,73. anders. Nein, The Descent ist. Ja, ich rüttel heute am Watschenbaum. Leid kommt bei mir zu, geht noch. Obwohl, naja, geht noch, naja, geht noch, Also, naja, geht noch, ich geht muss noch. sagen, der erste Descent war damals wirklich einer der wenigen Filme, die, genauso wie du es in der letzten Folge gesagt hast, der mich wirklich erschreckt hat. Also, ich habe den ersten, habe ich richtig geil gefunden in der dunklen Höhle. Blöderweise existiert der zweite und der ist Kacke. Und deswegen muss ich es schweren Herzens wirklich zu naja tun, wenn es ums ganze Franchise geht, obwohl ich den ersten wirklich extrem geil finde. Aber ich möchte ihn schon so relativ mittig zu naja tun. Ja, so hinter Night of the Living Dead vor Piranha tut sich der, glaube ich, ganz gut. Einfach im Mittelfeld vom Mittelfeld ist es eigentlich ein ganz leibendes Franchise. Okay. Oh. Schaktobus. Es tut mir schon wieder so leid, weil das Problem ist mit Sharktopus, ist wahrscheinlich genau dasselbe wie das, was ich damals hatte bei Mega Shark, dass ich davon nicht alle gesehen. Warte mal, doch.
Doch, die habe ich alle gesehen. Das kann ich ranken. Declan O'Brien, der ja übrigens auch bei Wrong Turn teilweise Regie geführt hat, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, eh auch beim vierten Teil von Wrong Turn, beim dritter, vierter, fünfter, er hat auch Joyride 3 gemacht, den haben wir heute oft gesehen, ist aber, glaube ich, schon auf relativ tragische Art und Weise ums Leben gekommen, der Arme. Aber es gibt drei Sharktopus versus Whalewolf und versus Pteracuda dann. Und ich mochte die. Ich mochte vor allem Sharktopus versus Whalewolf, weil das so eine absurde, wirklich absurde Effektgrütze ist, dass ich den eigentlich einfach nur zu gut tun kann. Gut, ganz, ganz zum Schluss von gut. Aber das hat mir Spaß gemacht. Das hat mir beim Anschauen wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ja, also bei mir kommt er genau zu Mega Shark, zu geht noch. Zu geht nett von dir. Aber ich meine, gut, ich bin halt der Trottel, der diese Filme wirklich mag und sowohl Mega Shark als auch Sharknado auf nicht gesehen stellen muss, weil es einfach verabsäumt hat, sich die Filme, die er eigentlich mag, überhaupt anzuschauen. Ja, Sharknado, wie schon gesagt, das ist, habe ich ja höher Ja, gerankt. ja, ja, ja. Dafür kenne ich die Mumie. Inklusive der Scorpion King, falls der da dazu zählen soll, ich weiß es ja nicht. Würde ich jetzt schon fast behaupten. Ja, gehört halt doch schon zum Ja. Mumienschreien-Franchise. Und der neue mit Tom Cruise, den darf man ja auch nicht vergessen, der war ja toll, habe ich gehört. Ich fand ihn nicht schlecht. Also ich habe schon wesentlich Schlechteres gesehen und war auch eigentlich ziemlich abgestumpft, wie ich mir dann mal gedacht habe, okay, eine weibliche Mumie, okay, warum nicht? Aber war dann doch angenehm überrascht und die Teile halt von 1 bis 3 mit Brandon Fraser, der was im Übrigen jetzt wieder mal einen Film Ja. macht nach etlichen Jahren, nach der Versenkung, fand ich, ja, ich kann es nur immer wieder wiederholen, war für mich ein schönes Es war Popcorn-Kino. ein schönes Also so Popcorn-Kino, aber hinsetzen und zudem mochte ich halt auch wirklich die Schauspieler an sich. Also der Imhotep, wie hat er Arnold geheißen, Vosloo, ja, der war super. Boslo, oder boah, es gab, also grundsätzlich der Cast von denen war gut. Sie haben auch wirklich Und Spaß gemacht. Das darf man auch echt nicht vergessen. Brandon Fraser hat eben, so wie er es auch schon bei George aus dem Dschungel super beherrscht hat, der hat einfach einen Schmäh drauf und der kann sich auch selber nicht so ernst nehmen. ja, und auch Rachel Weisz, die war es halt, die Evelyn, die Frau von ihm, also im ersten Teil sind sie ja noch nicht verheiratet, im zweiten Teil sind sie ja erst verheiratet, fand ich im ersten Teil ja ein bisschen nervig, so diese hochnäsige Archäologin und im zweiten Teil dann so als Powerwoman dargestellt, fand ich gut aufgebaut. Aber das ganze Franchise, wenn ich alles bedenke, kommt trotzdem über na ja nicht hinweg. Ja, bei mir ist es gut. Also ist doch eine Filmserie, die was ich mir regelmäßig ansehen kann. Okay, na, da habe ich ihn gut. Na, es passt gut nicht. Na. Nein, aber schauen wir weiter. Six, den nächsten kann ich ganz schnell machen. Happy Death Day. Interessant eigentlich, ich hätte nie damit gerechnet, dass der irgendwas reißen soll, aber der ist ja scheinbar recht beliebt, vor allem auch dann der zweite Teil, Happy Death Day to You. Geiler Titel. Ich habe den ersten und den zweiten beide noch nicht gesehen, ich kann mich nicht äußern dazu. Ich kann mich sehr gut dazu äußern, weil es einer meiner Lieblingsserien ist. Leider haben sie ja gesagt, dass sie nach dem zweiten Teil jetzt aufhören möchten und wieder eine neue Reihe machen möchten. Haben sie ja dann mit Freaky durchgemacht. Ich weiß nicht, ob du Freaky kennst. Aber da ist der Vince Vaughn dabei, gell? Ja. Ja, den würde ich gern sehen. Also, Happy Dead. Was ich ja, glaube ich, noch nicht hundertprozentig hier erwähnt habe,
Ich liebe Horrorkomödien. Ich auch. Aber nicht Horrorkomödien so à la Scary Movie, sondern Horrorkomödien, wo man lacht, aber trotzdem nebenbei noch einen zerspringten Kopf sieht. Ja. Und sowas liebe ich, sowas mag ich. Und Happy Death Day ist halt wirklich so ein Film, wo man sich denkt, Alter, es ist irrsinnig lustig, aber trotzdem kann es blutig sein. Happy Death Day ist ja auch einer der wenigsten Filme, die was ein relativ hohe Veröffentlichkeits ich muss jetzt, ich bin nicht multitaskingfähig, fällt mir gerade auf. Ich wollte gerade sagen, du redest gerade irgendwie langsam. Also es ist irgendwas, irgendwie ist gerade Ja, bei dir passiert. Muss man hinten wieder ankurbeln? weil ich gerade ein bisschen überrascht bin, weil ich habe mir gerade gedacht, der hat ein höheres Ranking, aber der ist halt ein FSK 12 Ja. Film. Und dementsprechend jetzt auch nicht so blutig, schon gar nicht so blutig wie Freaky. Aber trotzdem würde ich ihn zu einem guten Slasher-Film zählen, weil halt wirklich ein paar gute Szenen dabei sind, wo man halt nicht hundertprozentig sieht, dass was passiert, aber man weiß, dass es passiert und man merkt, dass es passiert, aber halt nicht offensichtlich passiert. Ja. Das klingt so blöd. Aber es ist halt eine echt lustige Horrorkomödie und ja, der Landon, der was halt die Filme produziert hat und auch Director war, macht echt gute Filme und kann ich nur empfehlen. Macht echt Spaß. Das Einzige, wo ich halt ein bisschen überrascht war, weil das lese ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, kennst du Scouts vs. Zombies? Ja, der war lustig. Der ist auch von ihm zum Ah Beispiel. ja. Aber anders wiederum, er war zuständig für vier Paranormal Activity-Filme. Okay. Lassen wir das, bevor wir ihn wieder hassen. Sag, wegen Co. Aber es ist lustig, es ist halt, er macht halt wirklich Scheißfilme, aber kann auch wirklich gute Filme machen. Ja. Was sagst du eigentlich zu Quarantine? Weil ich bilde mir ein, da gibt es nur zwei, oder? Ja, da war ich vor kurzem, ist nicht so schön. Man kann nicht einkaufen gehen und man sieht es nur blöd zu Hause. Ich kann nichts machen. Ja, hatte ich tatsächlich letzte Woche auch. Also, nein, ich meine tatsächlich eben mit Dexters Schwester. Ich glaube, Jennifer Carpenter hat da dann im Remake die Hauptrolle gespielt. Ist ein 1:1 Remake, ist damit komplett unnötig in Wirklichkeit. Und deswegen haue ich es auch. Aber wirklich 1:1. Also, wenn wir jetzt wirklich nicht sagen, der wurde amerikanisch übernommen vom, ich weiß nicht, von wo, Spanisch oder Spanisch, ja, Mexikanisch? Spanisch. Spanischen, der ich wollte jetzt Schreck sagen, dann ist es wirklich eine 1:1 Kopie. Also selbst teilweise die Kameraeinstellungen haben sie vom Original übernommen. Und wo habe ich Rec eingelistet? Rec habe ich eingelistet zu gut, weil er mich gut erschreckt hat. Ich bin jetzt so fair, weil es halt wirklich Das, fast ja, 1:1 richtig, und übernommen deswegen worden haue ich ihn ist. zu geht noch. Weil es. Bei mir kommt er zu. Ja, Naja. nein, ich find, es gibt einfach keine Begründung, dass das überhaupt existiert. Das ist einfach 1:1 Aufguss, genauso eben Ja. wie bei Psycho. Braucht in Wirklichkeit kein Mensch. Wobei man darf halt eben nicht vergessen, die Amis synchronisieren nicht, wir synchronisieren schon. Ob wir jetzt einen spanischen Film synchronisieren oder einen amerikanischen, ist für uns eigentlich schon Das wäre relativ uns wurscht. wurscht. Aber egal. Was mir hingegen nicht wurscht ist, Aber sagen wir mal so, wenn wir jetzt die beiden Filme vergleichen würden, könnte man sowieso nur vergleichen jetzt die Hauptdarstellerin. Und ich muss aber zugeben, die war im Spanischen besser. ja, wobei, ja, ich meine, Jennifer Carpenter ist super, aber ich glaube, das Ist war gut. sie. Also, hoffentlich setze ich mich da jetzt nicht in Sand. Aber ja, keine Ahnung. Mir sind, wie gesagt, Found-Footage-Filme auch weitestgehend
komplett wurscht. Ja. Aber Rec, wie gesagt, interessiert mich zumindest das Original-Franchise so sehr, dass ich mir den Rest anschauen möchte. Quarantine hat ja zu Recht nach dem zweiten Teil aufgehört. Genauso wie, glaube ich, auch Sinister, weil da kann ich mich erinnern, dass der erste Teil relativ cool war und auch relativ gruselig war und der zweite dann komplett ins Klo gegangen ist, oder? Hast du nicht ganz unrecht, aber bei mir kommen beide Filme zu schlecht. Zu schlecht. Ja. Weil? Mich beide nicht angesprochen haben. Okay, nein, ich fand die. Ich kann es nicht erklären. Ich habe mir beide Filme angesehen, und ein paar Szenen waren ganz gut. Alleine schon eben, wo sich der im zweiten Teil halt die Videokassetten ansieht und die Szenen waren dann etwas härter als beim ersten Teil. Aber mich hat er nicht angesprochen. Es Okay. war halt für mich so, es war kein volles und kein halbes. Also es war eher so, ja, also mich hat er nicht angesprochen. Also ich habe ihn mir zweimal angesehen, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht beim ersten Mal finde ich ihn schlecht, beim zweiten Mal gefällt er mir besser. Nee, also es ist kein Film, den was ich mir auf jeden Fall nochmal ansehen Finde würde. ich Mich hat er nicht extrem abgeholt. spannend, weil den ersten fand ich wirklich geil und habe mich dann gefreut auf den zweiten und dann dachte, so ein Scheißdreck. Also, ich habe es jetzt einmal im Mittelfeld von Geht's noch platziert, weil der erste, nämlich wirklich eben auch so wie du es vorher gesagt hast, einer der wenigen Filme war, die es wirklich geschafft haben, dass sie mich erschrecken. Was mich auch direkt zum nächsten Film bringt, The wobei ich bei dem Strangers. jetzt wirklich das Problem habe, ich würde ihn gerne auf nicht gesehen setzen, weil ich habe den ersten Teil gesehen, den fand ich richtig gut, das kann ich ja an der Stelle dazu sagen. Das war nämlich auch wirklich eine, weil eines, das mich tatsächlich relativ schockiert, ich glaube, das ist eh für viele Leute so eine der großen, der Urängste, diese Home Invasion. Was, wenn du in deinem eigenen Bett aufwachst und es steht plötzlich irgendein Fremder neben dir? Da schüttelt es mich richtig. Ja? Und dieses, wenn dein eigenes Haus belagert wird von irgendeiner Gruppe, das ist furchtbar, das ist, also da zündet die Atmosphäre bei mir relativ leicht. Aber ich weiß, dass ich gehört habe, dass der zweite extrem scheiße sein soll, und ich habe ihn noch nicht gesehen. Deswegen finde ich es nur fair, dass ich das auf nicht gesehen tue. Wenn du mich jetzt fragst, wo ich den einordnen möchte, ich würde dir gerne wieder ein bisschen widersprechen, weil ich fand sogar den zweiten Teil. Also, du hast gesagt, den zweiten Teil Ja, hast du nicht genau. gesehen. Okay, dann Entschuldigung. Den zweiten Teil fand ich nämlich besser als den ersten Teil, Okay. weil er ein bisschen mehr Action drinnen hat als der erste Teil. Also, es passiert mehr im zweiten Teil. Und auch den Aufbau zwischen Killer und Opfer war einfach irgendwie recht gut inszeniert. Deswegen würde ich jetzt The Strangers. Würde ich zu Naja setzen. Okay. Oder? Ja, Oder gut? ich werde dir nicht widersprechen. Wie gesagt, ich hätte den ersten, den ich gesehen habe, Nee, hätte ich naja. schon fast auf Naja. gut getan, aber ich weiß es nicht. Schwierig wird es jetzt tatsächlich bei Black Christmas, weil da haben wir es jetzt zu tun mit einem Original aus 1974, Jesse, die Treppe in den Tod. Dann haben wir das, wo das Logo jetzt her ist, das ich glaube 2006er Remake, das vor kurzem von Nameless erschienen ist. Und dann gibt es aber quasi noch das woke 2019 Shitfest Remake, das ich übrigens nicht gesehen habe. Aus dem genannten Grund. Deswegen möchte ich das Ganze hier jetzt einfach so machen, nur damit ich das Black Christmas Franchise irgendwie ansatzweise setzen kann. Weil ich könnte es jetzt entweder bei nicht gesehen platzieren, weil ich den letzten nicht gesehen habe, oder ich könnte nur nach den ersten beiden gehen und könnte es irgendwie so gemütlich bei naja platzieren. Muss jetzt gerade wirklich ganz kurz googeln, deswegen bin ich gerade so ein bisschen abgelenkt, weil ich will jetzt nicht, dass ich jetzt da wieder einen falschen Film im Kopf habe. Ah, Würde ich okay. es daher tun. Also das Original war schon relativ schön spannend, relativ atmosphärisch, vor allem für 1974. Wie gesagt, die 2006er Version hat einige nette Einfälle, hat aber auch einige wirkliche Längen. Und dieses 2019er Remake, das eigentlich wirklich nur
politisch ist, das würde ich eigentlich fast wirklich als Politikum werten und gar nicht mehr als Kunstprojekt. Also das lasse ich einfach weg. Ich mach's kurz, bei mir kommt dazu, naja. Ich habe es lang gemacht und Weil er kam trotzdem zu, naja. das Schlimme ist das, wie ich den Trailer zum Remake gesehen habe, habe ich ihn abgefeiert. Okay. Also ich habe, weil da spielt als Soundtrack bei dem Trailer spielt The Carol, die was bei Kevin allein und zu Hause spielt es. Und das kommt so geil bei dem Trailer rüber, wo ich mir gedacht habe, boah, der kommt und der ist echt gut auch zusammengeschnitten worden, wo ich mir gedacht habe, mega geiler Film. Dann habe ich mir ihn angesehen, wow, was für ein Scheiß. Oh. Aber jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, er gehört in die Kategorie eben wie Paranormal Activity oder Cloverfield oder was auch immer. Oder Boogeyman oder was ich da noch so reingehauen habe bei schlecht. Sondern eher schlecht in dem, wo meine Erwartung wesentlich höher war, als er dann wirklich war. Ja. Ist natürlich ein Problem meinerseits gewesen, aber ja, gehört zu, naja. Friedhof der Kuscheltiere ist der nächste auf der Liste. Nein, das ist nicht richtig, da steht Pet Cemetery. Ja, und Cemetery noch dazu falsch drin. Ja. Das Original fand ich ziemlich leibend. Ich fand aber auch das Remake gar nicht mal so schlecht, vor allem weil ich John Lithgow einfach vergötter und der in dem Remake auch wirklich geil gespielt hat. Den zweiten, also das Pet Sematary 2 vom Original, habe ich nie gesehen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es so von den Stephen King-Geschichten schon auch eine von denen ist, die mich jetzt eher so peripher tangieren. Also ich würde es tatsächlich noch über Children of the Corn, ja, ich setze es so ziemlich ins naja Mittelfeld. Oh, da sind wir uns sehr einig. Das ist so grad, also jetzt steht es gerade zwischen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und Creepshow. Und wenn wir uns einig sind, dann schauen wir, ob wir uns jetzt wieder einig sind. Weil Ghostbusters. Ghostbusters wäre bei mir ein sehr guter. Wäre, wenn. Wäre, wenn es die neuen Filme nicht geben Ah, würde. Filme. Okay, redest tatsächlich von Mehrzahl. Ja. Weil ich mag den neuen nicht, also der, was jetzt erst rausgekommen ist. Ich mochte den mit den Mädels nicht wirklich. Also anders. Der mit den Mädels ist eigentlich ganz cool, wenn sie ihm nicht so eins zu eins verarscht kopiert hätten. Wenn sie nicht als Sekretärin so einen dummen Kerl genommen hätten. Wie bei den originalen Ghostbusters eben sie als so nerdiges Mädel. Oder halt auch generell die sie haben halt ziemlich viel vom Original kopiert. Und das fand ich halt nicht so berauschend. Deswegen, die Originalen, grenzgenial, finde ich geil. Die neuen finde ich katastrophal. Das heißt, du einigst dich auf naja. Auf ein Auf Gut. ein Gut. Nein, ich hab ihn auch in der zweiten Zeile von Gut. Steht er jetzt vor Weil ich Gremlins. habe, wie schon gesagt, die ersten zwei Teile würden bei mir definitiv auf sehr gut kommen, weil das sind Klassiker, die was man sich immer wieder gerne ansehen kann. Allein schon natürlich wegen den Schauspielern. Und die anderen zwei Teile. Okay, kann man sich ansehen, machen mir aber die Serie jetzt nicht kaputt, weil sie nicht wirklich meiner Meinung nach zur Serie gehören. Und deswegen Okay, gut. na, den, Und also nicht, naja. den letzten habe ich relativ geil gefunden. Ganz im Gegenteil. Weißt du, was noch beschissener ist als Paranormal Activity? Eine. Ich fand ihn aber lustig. Nein, nein, das ist. Nein. Ich fand ihn ganz Also ich lustig. muss sagen, ich setz ihn jetzt eh noch vor Blair Witch Project, weil, na. Nein, das ist eigentlich der letzte Ranz. Also das ist so. Bäh. Na.
So schlecht. Doch, nein, ich hab mich geniert dabei vor mir selber, dass ich mir das anschaue. Also das war wirklich der allerletzte Dreck. Wah. Kann ich nichts anderes tun. Ich meine. Ich muss zu naja setzen. Also ich kann es nicht schlechter Naja, bewerten, aber auch nicht besser. okay, naja ist Aber naja hoch. gehört. Naja ist echt hoch. Es gehört bei mir genau unter Sharknado. Bisteppert. Okay, das Es tut ist mir weh. so schön Trash. Nein, nein, das ist nicht Trash, das ist Scheiße. Nein, das füllt meine erste Zeile von schlecht aus. Aber ich bin eigentlich sehr überrascht, wie wenig ich bei schlecht habe. Das finde ich sehr, sehr witzig. Wobei Ja, ich habe doch ein bisschen die was. Frage ist, was wir zu Rat sagen. Zu Rats können wir, glaube ich, gar nichts Ja. sagen, weil das ist irgendein indischer Ah, Bollywood-Horrorfilm. schön, danke, Wiederschauen. Darf ich ihn auf schlecht setzen, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe? Und den setze ich auf jeden Fall auf keine Ja. Meinung oder keine Ahnung. Und ich lege mit 47 Meters Down, lege ich gleich einmal einen nach, weil auch da habe ich weder den ersten noch den zweiten gesehen. Okay, dann wird dich das jetzt wundern. Bei mir liegt auf sehr gut. Okay. Ja, das. Das ist, also ich war sehr bei vielen Filmen, und das habe ich wirklich schon bei sehr vielen Filmen gesagt, habe ich mich immer überreden müssen, dass ich sie mir ansehe. Bei Conjuring, Insidious und solche Geschichten. Da habe ich mich halt immer wirklich sehr stark überreden müssen, dass ich sie mir ansehe. Weil ich halt doch ein Filmnah bin, der was sich halt gerne alle Filme ansieht oder zumindest jeden Film eine Chance geben möchte. Und das war bei 47 Meters Down, war das genauso, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist wieder so ein Film, wo sie im Wasser sind und so ein Abklatsch von der Weiße Hai. Aber der ist so geil inszeniert, Okay. mit so einer mega geilen Background-Sound-Kulisse, mega super Soundtrack und alles so gut aufeinander abgestimmt, dass ich den Film einfach nur loben kann. Und zwar beide Teile. Cool, na dann Der wandern die gleich wieder auf der Liste. erste ist vielleicht ein bisschen langatmiger als der zweite, weil der zweite ist mehr actionlastiger und hat ein paar bessere Momente als beim ersten Teil, weil der erste Teil geht mehr auf Psyche, so ein bisschen Psychoterror. Und der zweite Teil ist so eher so bam, 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 so mitten in die Fresse und Schön. das musst du dir geben und überleben, wollte ich schon sagen jetzt. Also es sind wirklich zwei Filme, die was in die Reihe von den Hai-Filmen oder Tier-Horror-Filmen wirklich einer meiner absoluten Highlights ist und da Highlights. Scheiße, den Gag hätte ich machen sollen. Aber wirklich, eine geile Serie und wirklich beide Filme ein Na Augenschmaus. cool. Aber das muss man wirklich auf einem großen, für das hast du ja, muss man wirklich auf einem großen Fernseher sehen und wirklich eine geile Soundanlage haben. Das habe ich nicht. Und ja, würde auf jeden Fall nicht schaden. Weil der Sound und das Bild passen einfach so geil zusammen und machen die Filme wirklich mehr als sehenswert. Sehr cool. Nein, habe ich mir auch schon wieder geistig notiert. Aber kennst du Unfriended? Nein, Nein. perfekt, dann haben wir das auch erledigt. Frankenstein wird jetzt, also das ist für die Leute, die es interessiert, so eine Art, wir filmen vom Computer aus, also das, was wir halt jetzt gerade quasi gerade machen, nur als Horrorfilm, also noch gruseliger als das, was wir jetzt gerade machen. Frankenstein wird relativ kompliziert, weil da gibt es 736.000 Filme. Von den klassischen Universal-Monstern, die hier, glaube ich, vom Logo her gemeint sind, bis hin zu den ganzen Hammer-Produktionen, bis hin zu Dings. Ich muss sagen, ich mag die Frankenstein-Filme. Es gibt Millionen davon, das ist halt das Problem. Ich musst du keine Ahnung machen. Es ist so schwer. Weil Frankenstein an sich also es gab ein paar wirklich geile Verfilmungen, aber
aber auch eben wirklich ein paar sehr katastrophale. Und ich könnte jetzt, da müssten wir jetzt zu sehr die Sachen distanzieren, Genau. welche gut waren und welche nicht. Und das ist schwer, deswegen würde ich jetzt sagen, keine Ahnung, weil ich keine Ahnung Ja, habe. Also. wie gesagt, wir reden jetzt in dem Fall eben wirklich von 50 Filmen eben aus mehr oder weniger 90 Jahren Filme schaffen. Ich würde dann in dem Fall, weil dann wirst du bei Dracula wahrscheinlich dasselbe sagen. Und ich würde sagen, Ja, nachdem ich Dracula definitiv. fast ein bisschen cooler finde als Frankenstein, ich habe jetzt da als Schlusslicht von gut, habe ich jetzt quasi hintereinander Dracula und Frankenstein. Das passt doch sehr schön, weil mit Sharktopus, Dracula und Frankenstein habe ich drei so Bogen nebeneinander. Das befriedigt auch den Monk in mir ein bisschen. Aber ich finde, das passt hierher, weil genauso wie du gesagt hast, es gibt Dracula und Frankenstein-Filme, so wie eben die Originale aus den 30er Jahren, die einfach brillant sind. Oder die ersten, die Hammer gedreht hat. Die ersten Hammer-Filme mit Christopher Lee und Peter Cushing sind fantastisch. Oder natürlich auch der Dracula mit Gary Oldman und Keanu Reeves, so deppert das Kostüm von Gary Oldman auch ausschaut. Da ist schon einiges dabei, aber man darf halt eben einfach wirklich nicht vergessen, dass das sind 700 Millionen Filme mit 700 Millionen Darstellern. Ich denke jetzt hier absichtlich nur an die großen und nicht an die Würdest du, ganzen. wenn man jetzt wenn man jetzt Dracula jetzt hernimmt, würdest du rein theoretisch Van Helsing damit einbeziehen? Na. Jein. Hilft dir das? Na, also Ja, wollte mal eigentlich fragen. fast nicht mehr, weil das ist dann schon über 7000 Ecken, weil selbst wenn man die Umwege nicht mit einberechnet. Ich meine, ganz ehrlich, bevor man Van Helsing dazu rechnet, müsste man ja eigentlich noch Dracula tot, aber glücklich mit Leslie Nielsen dazu rechnen. Und da. Okay, Dracula kommt bei mir auf sehr Und gut. da sind wir und da sind wir dann irgendwann einmal schon zu weit. Aber wie gesagt, es gibt auch Scheiß-Dracula-Filme. Also es gibt auch, wenn ich allein schon, also so der, ich meine, Dracula jagt Minimädchen war schon wirklich hart an der Grenze damals in den 70er Jahren. Also das war hart. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gebe jetzt Frankenstein und Dracula auf gut. Ja, ich habe es auch, weil am Ende von gut ist es das schöne Mittelfeld, und du darfst ja nicht vergessen, bei Dracula und Frankenstein, da hast du solche Sachen wie die Paul-Naschy-Filme mit dabei, irgendwelche Jess-Franco-Sachen, oder erinnere dich allein an die Andy Warhol-Produktionen, wo der Udo Kier den Frankenstein gespielt hat, oder den Paul-Naschy-Film, wo er den Dracula spielt. Also es gibt da wirklich von bis. Also die kannst du eben nur so, wie du ursprünglich gesagt hast, entweder gar nicht bewerten oder finde ich, wenn, dann nur dorthin. Ja, also ich würde es jetzt mal so belassen und ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und Definitiv. uns sagen, was ihr davon haltet. Goosebumps oder auch, wie heißt Gänsehaut. er auf Deutsch? Gänsehaut. Gänsehaut, genau, Gänsehaut. Jack Black. Mit Jack Black, Die genau. Bücher habe ich als Kind verschlungen und habe alle gelesen, die ich kriegen habe können. Ich hatte die Videokassetten davon, ich habe die Fernsehserie geschaut. Mittlerweile bin ich halt nicht mehr 8 und habe zwar den ersten Film im Steelbook da herumstehen, habe ihn aber noch nicht gesehen. Ich habe keinen einzigen von den Goosebumps-Filmen gesehen. Also bei mir. Ich habe beide gesehen. Der erste hat mir wesentlich besser gefallen als der zweite. Bei mir zählen sie auf, naja. Okay. Weil, wie schon gesagt, Jack Black macht wirklich gute Arbeit und er wertet die Filme extrem auf, aber das macht halt einen Film nicht alleine aus. Da widerspreche ich mich natürlich, wenn ich das mit Zombieland jetzt vergleiche. Wo ich ja das Gleiche auch gesagt habe. Aber trotzdem, in dem Falle, sie sind sehenswert. Man kann sie auf jeden Fall mal einmal, zweimal ansehen. Sind auch ganz nettes Abendkino, wenn man mal mit der Freundin sich mal was Lustiges ansehen möchte. Aber ja, mehr auch nicht. Was sagst du? Erinnerst du dich noch an den Klassiker? Was war Stuart Gordon oder Brian Usner, The Dentist?
Da gab es aber auch zwei, drei Da gab Filme, es oder zwei, wenn mich wenn jetzt mich nicht alles täuscht, ja. nicht alles täuscht. Es sind auch beide schon im Mediabook erschienen. Ich weiß, dass ich einen damals gesehen. Nein, ich habe, glaube ich, ich habe tatsächlich beide gesehen. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, waren die eher relativ schnarchig. Also. Ja, waren sie auch. Ja, Brian Ich Usnas. würde sie aber, ich würde sie aber zu. Ich schwanke zwischen naja und geht noch, Ja, weil geht The doch. Dentist ist leider ein Film, wo. Wie ist es? Man merkt, dass es schon spät ist. Ja, drei, um es genau zu nehmen für unsere Zuschauer. Ich sag mal so: Der Film hat eine schlechte Story, hat schlechte Schauspieler, ist schlecht aufgebaut. Aber für Leute, die was Angst vorm Ja, Zahnarzt die würden sich haben, das niemals anschauen, bis die scheißen sich in die Hose. ist der Film ein absoluter Horrorfilm. Also Wobei, das ist. tatsächlich, ich würde sagen, die Beschreibung von The Dentist ist eigentlich genau wie ein Besuch beim Zahnarzt, weil die Vorstellung davon ist wesentlich schlimmer als das, was dann im Endeffekt passiert. Das Und stimmt. allein wenn es da bei Dentist die Poster anschaust, die wirken ja furchtbar. Also selbst weil ich als jemand, ich meine, niemand geht gern zum Zahnarzt, ich habe keine besondere Angst davor, aber wenn ich das Poster sehe, wo. Nein, also das ist schon recht grauslich. Aber ich finde trotzdem, es ist schon eher so ein geht noch. Geht noch. Ja, habe ich auch gerade eingefügt. Also, er ist ja kein sehenswerter Film. Wobei, wenn ich gerade ehrlich sage, wenn ich mal meine Votings anschaue, also so die ersten geht noch, so Hellraiser, Resident Evil, Freitag, dann würde ich den fast eher. Nein, 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 der gehört weiter nach unten. Der gehört hinter Es ist kein Puppetmeister. Ja, so, Filmhighlight. naja, geht noch, heißt der eh noch nicht für den Arsch. Das ist es ja. Ja, das ist ja so. Schwierig wird's mit Shining. Im Gegensatz, glaube ich, beim nächsten Shining, weil da scheiden sich wieder die Geister, im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder kennt natürlich die Szene mit dem Blutaufzug oder die zwei netten Mädels oder der Barkeeper, der was immer gute Ratschläge hat. Jack Nicholson in seiner Paraderolle mit Here is Daddy. Oder Jackie, sagt er. Here Hier is Jackie, kommt oder? Johnny. Johnny, ja. Dadurch, dass bei mir leider der Film sehr, sehr langatmig ist, und damit meine ich jetzt das Originale und das Remake, kommt er bei mir zu, naja. Ich muss sagen, ich hab ihn jetzt auch hinter Psycho so quasi in die unteren Teile von gut getan, weil er ist langatmig, aber ich finde, er baut eine geile Atmosphäre auf. Aber es gibt schon eines, was den Film noch ziemlich overzart. Das ist halt die Tatsache, dass es eine Person gibt, die den Stanley Kubrick-Film wirklich hasst, und das ist Stephen King, der deswegen nämlich seine eigene dreistündige Fernsehversion gedreht hat, die dann noch zehnmal schnarchiger war und halt blöderweise ohne die guten Schauspieler und ohne die gute Kameratechnik auskam und einfach nur ein schnarchiger Schaß war. Und damit, nein, damit muss ich dir eigentlich recht geben, damit gehört Shining eigentlich als Franchise eher in den Naja-Teil. Und zwar nehme ich sogar, wenn wir es uns ehrlich nehmen, hinter Kinder des Zorns, eigentlich so zu Omen passt das dann ganz gut. So ins Mittelfeld von Naja. Wenn man beide über einen Kamm scheren muss. Und, es ist mir ein Fest. Ich freue mich, es wird wieder ein Fest. 28 Days Later. Ich mag den zweiten Teil. Ich mag Ich auch. Robert Joy. Es ist ein sehr schön gemachter, sehr schön geschnittener, cool inszenierter, flotter Zombie-Film, der aber leider eines nicht geschafft hat auszurotten. Meinen Hass für 28 motherfucking days later. Und dieses Icon stelle ich direkt neben das Wort schlecht. Und es macht mir inneren Seelenfrieden. Ich hasse ihn. Es ist der schlechteste Zombie-Film des 21. Jahrhunderts. Ich verachte diesen Wackelkamera-Dreck.
Ich weiß, viele Leute lieben die Story, viele Leute lieben die Charaktere. Mir war einfach schlecht beim Anschauen, mir haben die Augen wehgetan und. Ich muss aber dazu sagen, und das ist wieder mal ein Riesenspagat zwischen unseren Entscheidungen. Bei mir kommt dazu, naja. Okay. Das liegt aber auch nur deswegen, ich gebe dir vollkommen recht, dass 28 Days Later ein katastrophaler Film ist. Also einer, der was auch überhaupt keinen Spaß macht. Aber das macht wieder 28 Weeks Later wieder weg. Also deswegen will ich ihm nicht zu schlecht tendieren, weil dafür wäre es schon wiederum unfair gegenüber dem zweiten Teil. Das ist natürlich wahr, aber wie gesagt, ich hasse ihn Und einfach geht so sehr. noch, ist auch ein bisschen zu böse, zumindest zu dem, was ich da als geht noch eingelistet habe. Und 28 Weeks Later, das ist zumindest ein Film, den kann man sich schon mindestens hin und wieder Ja, mal schon na, noch es ist ansehen. zumindest ein Filmpunkt. Ja, und deswegen habe ich ihm zu naja gegeben, weil ich ihm halt jetzt nicht so extrem schlecht finde, nur wegen dem ersten Teil, sondern ich habe jetzt abgewegt, der erste Teil war scheiße, der zweite Teil war gut, also hau ich ihm so Ja. dazwischen. Deswegen bei mir, naja. Ja, so, das nächste können wir, glaube ich, auch wieder überspringen. House of Dark Shadows. Wobei, nein, ich gebe es weg, weil ich weiß, ich habe den Johnny Depp-Film habe ich gesehen. Ich habe die, ich glaube, 6700 Teile lange Fernsehserie nicht gesehen, beziehungsweise die ganzen anderen Filme. Ich kenne das alles nicht. Du wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein, Dann. gebe ich offen und ehrlich zu. Nein, habe ich nicht gesehen und auch nicht den mit Johnny Depp, Ja, war auch fad. weil das hat mich generell nie abgeholt. Aber ich möchte es gerne mal nachholen. Zumindest, dass ich mir ihn mal Muss ich ansehe. dazu sagen, das ist mir auch wurscht. Ich glaube, beim nächsten Film kann ich ein kleines Solo einschieben. Ja, Bei kannst du. Birdemic. Ich mache es aber relativ kurz und schmerzlos. Ich hau es zu geht noch. Weil das große Problem von Birdemic war, dass der Film eigentlich Spaß machen hätte können. Aber das Problem ist, dass der Regisseur James Nguyen der Meinung war, er ist quasi die neue Yoko Ono und macht da jetzt eine super tolle Umweltbotschaft draus. Und das, was du aus den YouTube-Clips kennst, wo die Leute diesen schlecht eingefügten Vogelgifs mit einem Kleiderhaken an die Federn wollen, was wirklich großartig aussieht. Und wenn der ganze Film so wäre wie diese Best-of-Clips, die man auf YouTube findet, dann wäre das ein Trash-Meisterwerk und ich würde ihn wahrscheinlich fast sogar zu sehr gut schreiben neben dem Angriff der Killertomaten. Aber leider war es ein unglaublich grottenschlecht langweilig gemachter, ein langweilig gemachte Spaßbremse mit schlechten Dialogen, schlechter Technik, der einfach nur fad war. Jo. Magst du das nächste Solo? Ich kann auch zum nächsten nicht wirklich Jo. was sagen. Bikini Blasbad habe ich Echt? gesehen. Ja, habe ich gesehen. Ich glaube sogar zwei Filme davon. Aber ich kann mich so dermaßen nicht mehr daran erinnern, dass ich es auf keine Ahnung geben kann. Also der ist so an mir vorbeigegangen, der Film, dass ich mich an fast nichts mehr erinnern kann. Im Gegensatz zu Ganz Haus der tausend darf ich Seen. nur ganz kurz, weil ich es gerade bei Letterboxd eingeben habe. Es gibt vier Filme davon und nach Bikini Bloodbath möchte ich einfach nur die drei Titel vorlesen: Bikini Bloodbath, Car Wash, Bikini Bloodbath, Christmas und jetzt mein absoluter Liebling: Bikini Bloodbath, Shakespeare. Ja, Shakespeare klingt interessant. Was für ein Bier? Wie die Spitzbuben so schön gesagt haben. Nein, 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 nein. Also, ich glaube, wenn ich das gesehen hätte, dann. Nein, nein. Ja, ich glaube, ich habe Car Wash und den ersten Teil gesehen. Aber wie schon gesagt, kann ich mich fast überhaupt nicht mehr daran Ja. erinnern. Lass es. Aber das Haus der tausend Ja. Leichen. Zählt bei mir auch so sehr gut. Das Haus der tausend Leichen, ja, The Devil's Rejects fand ich extrem aufgesetzt. Und Three from Hell hat mich so wenig interessiert, dass ich es mir bis jetzt noch nicht angeschaut habe. Ich finde, das ist in dem Fall Ja, ich fand doch alle ein drei gut. klassischer Fall von Bodensatz, naja. Also. Obwohl würde ich sie auf sehr gut, auf eine. Oh, nein, oh, nein, auf gut. Ja.
Also wie gesagt, Lass uns Devil's auf. Rejects hat mich schon sehr abgeturnt, weil, also vor allem, weil das Problem ist, dass der Film so berechenbar war. Und wie sie in dem Hotelzimmer war, nicht so, ja, passt. Und als nächstes macht er mit der Puffen das. Ja, genau. Und als nächstes das. Und es ist eins zu eins kommen. Das war so, okay, passt. Wie kann ich die Zensoren auf die Palme bringen? Das mache ich jetzt einfach. Es hat nicht authentisch gewirkt. Im Gegensatz zu Haus der Tausend Leichen fand ich ziemlich cool, weil da waren die Charaktere auch noch alle irgendwie echt und irgendwie lebend. Aber am Ende des Tages ist es halt so, dass man denkt, ja, es ist Rob Zombie, ich mag die Musik überhaupt nicht. Das macht es mir natürlich relativ schwer, mir diese Filme anzuschauen. Aber nur, weil es mir gerade einfällt, weil ich die 4K-Scheibe von Three from Hell herumstehen habe, sollte ich mir irgendwann einmal reinziehen. Gut. Wolf Creek. Kommt bei mir auf. Jetzt bin ich Puh. gespannt. Gut, Gut. ja, wollte ich tatsächlich auch. Der erste, nämlich, ich habe die Serie zwar noch nicht gesehen, die lasse ich jetzt einfach aus, aber den ersten Teil fand ich schon relativ cool. Ich fand den zweiten sogar besser. Und der zweite war deutlich besser. Der zweite war ein bösartiger Splatterstreifen mit einigen geilen Einfällen. Ich muss trotzdem sagen, dass mir Leprechaun, hat mir Wolf Creek mehr Spaß gemacht als Leprechaun. Ja, eigentlich schon. Vor allem passt von der Farbe her besser zu Troll, aber nein, hinter Troll ist ein bisschen schwierig. So. Kleines Geheimnis, Leute. Er sortiert nicht einmal mehr nach seinem Tiermeinungen. Nein, er sortiert mittlerweile nur mehr nach Ja, Farbe. nicht nur, aber wenn es so unterbrochen. Nein, mache ich eh nicht. Aber ich sage so, es freut den inneren Monk in mir sehr schön, wenn es sich gerade gut ergibt. Schauen wir mal. Wo können wir The So, Boy? zu den nächsten, ich muss fast sagen, zu den nächsten drei Filmen kann ich überhaupt nichts sagen. Okay, dann übernehme ich einmal The Boy. Für mich ein klassischer Fall von, naja, also hat ein paar Dinge ganz okay gemacht. Ich schreibe den jetzt sogar da hinter Silent Hill eigentlich. Also so auf die untere Stufe von, naja, weil der erste ist damals ziemlich gehypt worden als eine der neuen Gruselhoffnungen. Er war okay und der zweite war dann eigentlich ziemlich lahm. Und Oh, okay, ich korrigiere meine Aussage. Entschuldigung. ja. Aber geh Ja, nochmal nein, zurück ich zu bin eh schon The fertig. Boy. Bin eh schon fertig. Creep gehört bei mir zu schlecht. Obwohl, geht noch. Creep? Ich habe jetzt gerade gegoogelt. Das ist der Film. Also, ja, wie soll ich sagen? Da spielen ein paar ganz gute Leute Ah mit. ja, Patrick Bryce. Ist eine Kooperation gewesen zwischen England und Deutschland. Und ich muss ehrlich zugeben, Franka Potente hat mir den Film irgendwie ein bisschen Oh, da kaputt gibt's gemacht. drei. Nein, 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 nicht der. Nicht der. Nein, nein, nein. Nicht der. Weil den fand ich ziemlich geil. Den fand ich eigentlich ziemlich cool und ich fand auch sie cool und ich fand den sehr atmosphärisch. Der ist ja dann vom Nee. Christian Alvard oder irgend sowas, der auch den Pandorum gemacht hat. Nein, nein, der Creep, der da gemeint ist anhand vom Logo, ist von Patrick Bryce und es gibt drei Teile. Und ich kenne sie nicht. Aber ich fand den auch mit Funkerpotenten Okay, ja, nicht aber gut. steht mir so. Genauso übrigens wie Malevolence, den habe ich mal vorher schon angeschaut, weil mir das Logo irgendwie bekannt vorkommen ist. Dann ist mir eingefallen, dass ich ihn verwechselt habe mit Malignant. Aber das ist einer, der von, heißt das Steven Mena ist. Von dem ist auch relativ wenig bis jetzt bei uns erschienen. Nämlich Bereavement ist von Turbine Uncut erschienen, nachdem der ursprünglich relativ lang hier nur geschnitten erhältlich war. Der ist auch, glaube ich, der zweite Teil von der Malevolence-Reihe. Und ich fand den nicht besonders toll. Aber nachdem ich den ersten und den dritten nicht gesehen habe, werde ich auch Malevolence hierzu nicht gesehen tun. Ansonsten wäre es bei mir eher in der geht noch Kategorie. Okay. Und
Grizzly ist, glaube ich, dasselbe, weil der erste Grizzly, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, den kennen wir bei uns. Genau, 1976 von William Girdler. Der heißt bei uns Panik in der Sierra Nova, glaube ich. Was? Ja? Und da spielt Leslie Nielsen mit übrigens. Christopher George, oder? Wechsle ich das jetzt gerade mit irgendeinem? Du verwechselst das gerade. Welcher Grizzly soll denn das sein dann? Nein, das ist der Grizzly. Also zumindest der Credit-Ding schaut gleich aus. Und dann gibt es eben Grizzly 2 Revenge, der eigentlich 1980 gedreht wurde mit Charlie Sheen und. Das ist das mit dem Toten, mit dem Killerbär. Ja? 1976. Ja? Genau. Aber dann spielt der. Also hat der, heißt der dann anders. Dann habe ich nur den deutschen Titel verwechselt. Dann ist Panik in der Sierra Nova ein anderer Film. Ja, das ist was Ja, anderes. das Also, kann. Grizzly ist Ja, der der Killerbär. Killerbär. Den habe ich definitiv gesehen. Der ist. War okay. Würde ich sagen, der zweite Teil gehört ja eigentlich wirklich gar nicht dazu. Der wurde ja 1980 gedreht, ist dann erst 2020 fertiggestellt worden. Den gibt es ja jetzt schon im Mediabook. Da kommt aber, glaube ich, noch was anderes. Ich glaube, da dürfen wir aber noch nichts dazu sagen. Und ja, soll ich den jetzt werten, nachdem ich den ersten gesehen habe? Ja, ich würde ihn, wenn dann, sowieso eher zu geht noch tun. Ich gebe ihm zu, na ja, weil ich finde, für die damalige Zeit war ein guter Splatterfilm. Mit recht guten Effekten. Okay, dann gebe ich ihn lieber zu nicht gesehen, weil dann kann ich mich offensichtlich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Weil der Film, der hat so viele zerrissene Gliedmaßen in die Gegend Okay, herumfliegen nein, lassen. dann bleibe ich bei nicht gesehen. Ich weiß definitiv, dass ich ihn damals gesehen habe, wie er von Retrofilm in der Hardbox kommen ist. Aber dann habe ich den einfach komplett vergessen, weil an zerrissene Körper könnte ich Also, mich nicht erinnern. nee, für die damalige Zeit war der wirklich ein guter Splatterfilm. Aber schlecht gealtert. Also auch die Effekte sind nicht mehr das. Wenn man sich's Ja, na gut, anschaut, denkt man sich, oh, das schrecklich. kann ich mir ganz gut Aber, vorstellen. Ne? oh, jetzt kommt einer meiner Lieblingsfilme. Der kommt ganz weit oben, gleich nach Saw. The Babysitter? Ja. Ich kenne das nicht. Ich liebe diese Serie. Sie ist einer meiner. Also, Ah, ich weiß schon. Das hat mir der Krischi auch schon empfohlen. Das ist das Neue vom MacG, gell? Genau, ja. Das ist mir schon empfohlen worden, ja? Mit der Schauspielerin Samara Weaving, die was eben auch bei dem Horrorfilm Ready or Not mitspielt. Wirklich eine geile Ready or Schauspielerin not war und geil. bin wie. Bin wieder ein bisschen horny. Nein, wirklich geiler Film, machen irrsinnig viel Spaß. Die Schauspieler an sich sind ein bisschen creepy, jeder mitsamt. Also der Cast, der besteht nur aus freakigen Leuten. Und du glaubst gar nicht, dass der Film irgendwie, also anfangen tut der erste Film eigentlich wirklich wie ein guter Slasher-Horrorfilm, wird aber dann im Laufe des Filmes oder auch im Laufe des zweiten Teils dann so dermaßen crazy, dass du dann überhaupt keine Ahnung mehr hast, wie es vorn und hinten weitergeht und ob das eigentlich jetzt mehr als Komödie angesehen ist oder als wirklicher Horrorfilm. Geil. Aber in dem Film fließt so viel Blut und so viel Splatter-Elemente in dem Film, dass du einfach nicht weißt, wo vorne und hinten ist. Und die Sprüche sind auch dermaßen dämlich, was sich dann erst auch wirklich dann. Also, ich sage mal so: Du musst wirklich beide Filme eigentlich hintereinander ansehen, dass du erst checkst, was bei dem Film eigentlich abgeht. Klingt sehr interessant, aber das ist irgendein Streaming-Teil, oder? Den gibt es nicht normal. Kann ich dir jetzt gar nicht beantworten, muss ich gestehen. Ja, na, schade auf jeden Fall. Aber habe ich nicht gesehen, habe ich aber auch geistig gleich einmal eine Notiz gemacht. Aber das stimmt, da hat der Krische schon einmal davon geredet, dass ich mir die unbedingt anschauen sollte. Aber ist wirklich eine mega geile Serie. Also Serie, sind zwei Filme.
Aber ich wünsche mir, und es ist ja Platz für weitere Teile, ich hoffe, dass da noch welche kommen. Die Frage ist, kommen noch weitere Hollow Man-Filme? Ich hoffe nicht, deswegen geht es bei mir auf geht noch. Es ist schon arg, gell, weil der erste Teil war ja damals storytechnisch recht interessant, aber die Effekte sind heutzutage schon sehr überholt und der zweite war einfach scheiße. Ja, es war grundsätzlich, die komplette Serie war scheiße. Also, auch, ich glaube, das war ja auch, war es nie, ich glaube, einer seiner Schle von Kevin Bacon, einer der schlechtesten Filme Ja, von voll. ihm. Und es ist, ich kann es halt nicht, ich kann es nicht gut reden. Also, ich finde es halt schade, weil ich mir halt mit Hollow Man wirklich viel erwartet habe. Ich habe mich so dermaßen gefreut, weil ich mir gedacht habe, hey, boah, geil, ist von Paul Verhoeven, der was eben auch Starship Troopers gemacht hat, könnte wirklich geil werden. Und dann kriege ich sowas vorgesetzt und denke mir nur, Alter, wie kann sowas, wie kann der sowas drehen? Wenn mich nicht alles täuscht, jetzt da, also. Ich glaube, hat er nicht Total Recall Ja. auch gemacht mit Arnold Schwarzenegger? Ja, Also, und Basic Instinct. okay, das habe ich nicht gewusst. Aber er hat halt wirklich gute Filme gemacht und dann kommt er mit Hollow Man und ich war einfach nur enttäuscht, wie ich mir den Ja. angesehen habe. Das liegt, das kann ich auch gleich beim nächsten Film sagen. Also, See No Evil war der erste Teil wirklich gut und vom zweiten Teil war ich mega Ja. enttäuscht. Absolut, ist eins zu eins meins und deswegen als Franchise. Ich habe auch als Franchise jetzt nie unbedingt einen großen Bedarf nach mehr See No Evil gehabt. Und deswegen haue ich das Nee. auch relativ weit unten bei geht noch hin, weil ein Franchise hätte das niemals werden sollen. Es war eine coole Idee, es war ein cooler One-Off-Film, der in erster Linie bei uns nur deswegen so bekannt wurde und deswegen so oft diskutiert wurde, weil er wurde sogar für die BJK-Freigabe zensiert. Hoho! Aber es war schon der erste Teil, war ein ganz netter Slasher, der ein paar ganz nette Kills hatte, aber mehr auch nicht. Und der zweite Teil war dann einfach fürs Klo. Ja, definitiv. Und aber ich muss ehrlich zugeben, Kane als Bösewicht, also War Kane okay. ist einer bekannter Wrestler, war echt ein geiler Schauspieler. Also hat ihn gut verkörpert. Gut, er hat nicht viel geredet, aber er hat ihn gut verkörpert. beim nächsten musst du mir kurz helfen, weil da sagt man Ich gar glaube, das nichts. ist auch wieder so eine Found-Footage-Reihe. Also ich Brave kenne Encounter. sie nicht, bei mir landet sie auf nicht gesehen. Also ich, Ich ja. mache dafür gleich weiter mit Dead Snow, den ich sehr mag. Ja, kommt bei mir auf sehr gut. Also ich liebe diese Horrorkomödie. Ich habe sie sogar erst vor kurzem wieder mal angesehen. Macht Laune und lass dich weiterreden. Du kannst besser reden. Nein, ich hau sie nur auf gut, aber tatsächlich gleich auf den dritten Platz von gut. Also sehr, sehr, sehr weit oben. Ich fand, den ersten Teil hat einige geile Gags gehabt. Vom ersten Teil muss ich aber sagen, nach dem ganzen Hype war ich damals fast ein bisschen enttäuscht, weil ich ihn mir noch besser vorgestellt habe. Aber spätestens ist er auch einer der wenigen Franchises, wo der zweite Teil einfach geiler ist als der erste. Und die machen beide mega Laune und sind beide wirklich geil. Ja, kann ich nur unterzeichnen. Ich habe gerade gegoogelt wegen Salem's Lot. Ja, das ist Brennen muss Salem. Da gibt es einen 3 Stunden von Toby Hooper, der relativ einschläfernd ist. Und dann angeblich noch einen zweiten Teil, der angeblich extrem beschissen ist. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich wage es, das jetzt einfach mit dieser Information zu bewerten. Nachdem ich nämlich schon den ersten wirklich eher schnarchig fand, werde ich jetzt auch das ganze Franchise mehr so zu. Okay, brennen. Ah, den habe ich gesehen. Geht Ja, okay, den noch. habe ich gesehen und war. Fahrt, oder? Ja, Phase. Ja. Fahrt trifft's am besten. Es gibt Schlechteres. Er war aber trotzdem. Nein, war der besser als Hollow Man? Ja, das schon, aber. Kommt sehr in eine Liste. Ja, kommt beides in die geht noch Liste. Ich meine, ich setze ihn sogar unter Hostel, also.
Ja, kann man schon so machen. Kann man schon so machen. Dafür habe ich es jetzt relativ einfach, weil Witchboard habe ich nicht gesehen. Ich habe den ersten Teil gesehen. Kann aber auch nicht, das ist das Schlimme, ich kann nicht wirklich viel über den Film sagen. Also, es ist. Ja, ich glaub ja fast, dass die Reihung jetzt, wenn ich mir die Franchises so anschaue, also so viele hintereinander, zu denen wir nichts sagen können, hatten wir noch nie. Nee. Weil ich habe zum Beispiel auch bei Don't Breathe schon das Problem, dass ich den. Der Ja, war der gut. erste war großartig, aber ich habe den zweiten nicht gesehen. Noch. Ich habe den zweiten noch nicht gesehen. Ich kann den zweiten da jetzt. Ich kann das Franchise nicht einordnen, weil ich den zweiten nicht kenne. Ich war nur sehr überrascht davon, dass der zweite dann eine ab 18 Freigabe kriegt hat. Ich wollte den unbedingt sehen und das ist dann aber irgendwie deswegen im Sand verlaufen, weil es kein Steelbook gab. Und dann habe ich mir gedacht, ja, passt, dann warte ich, bis ich die 4K am 10er irgendwo kriege. House zum Beispiel steht bei mir, oder hast du beide gesehen? Ich wollte gerade nachschauen, also ich habe beide gesehen, aber ich könnte mich gar nicht mal erinnern, wann ich den zweiten gesehen habe. Ich würde sagen jetzt, er kommt bei mir auf, Okay. naja. House ist übrigens auch so ein Kult-Franchise. Ich habe neben mir schon seit Jahren die 4-Disc-Arrow-Video-Blu-ray stehen. Nie gesehen. Ich glaube keinen einzigen davon. Also muss ich leider auch auf nicht. Ich finde es immer so lustig, dass du halt wirklich viele Filme gesehen hast, die was ich nicht gesehen habe, und ich sehr Ja. viele Filme gesehen habe, die was Ja, du nicht gesehen es hast. ist. House gehört zum Beispiel einer zu meiner absoluten Ja. Habe ich Lieblings-Horrorserien. schon oft gehört. Warum habe ich mir das noch nie angeschaut? Die kommen bald im Player. Ich sagte das jetzt reicht's mir. Also den zweiten Teil, der ist legendär. Also der zweite Teil ist sowas von mega geil. Der dritte Teil, also der erste. Es ist halt so, der Film baut halt komischerweise sehr sein Stilrichtung, baut er halt komischerweise immer andersrum. Der erste Teil ist noch ziemlich stark Horror. Der zweite ist eigentlich fast nur mehr eine reine Komödie. Der dritte ist schon eher so wieder mehr auf Horrorbasis, aber mit lustigen Elementen. Und der vierte Teil, der ist irgendwie so ein kompletter Misch aus allem. Okay. Also der vereint auch, was die Story angeht, sehr viel mit den anderen Teilen zusammen. Und er ist aber trotzdem von den Sprüchen und von den Szenen her ist er so geil, dass House 2 einem einfach einem mehr im Gedächtnis bleibt, wenn man sich die ganze Zeit denkt, ist das jetzt ein Horrorfilm oder ist das jetzt eine Satire? Urgeil. Wo man halt nicht weiß, wo oben und unten ist, weil beim zweiten Teil hast du irgendwie das Gefühl, der nimmt sich nicht ernst. Aber trotzdem ein geiler Film ist. Coole. Und trotzdem, Entschuldigung, und trotzdem mehr ein Horrorfilm als jetzt so wie Scary Movie in der Komödie. Ja. Coole Sache. Wie gesagt, kenn ich nicht, sollte ich mir auf jeden Fall irgendwann einmal dann im Ganzen anschauen. Also bei dir landet es auf gut oder auf sehr gut? Sehr Sehr gut. gut. Ja. Sehr gut sogar. Also das ist eine Filmreihe, die was ich mir halt wirklich regelmäßig gerne ansehe. Wie schaut's bei The Messengers aus? Liegt bei mir bei naja. Okay, liegt bei mir bei nicht gesehen. Also jetzt Also bin ich ganz fertig. kann man sich geben, ist aber jetzt nicht was jetzt wirklich viel, ja, wo ich jetzt nicht so leidenschaftlich reden Ja. könnte, wie wir jetzt bei der Haut. Der Stepvater fand ich schrecklich. Echt? Also der. Oder merkt ihr noch? Also ich finde die ersten beiden, also Terry O'Quinn, der Glatzer, der aus Lost, ist einfach großartig in diesen Filmen. Und er ist so herrlich böse und so herrlich genüsslich böse. Deswegen, ich mag die ersten beiden Filme, der dritte ohne ihn ist zum Kotzen. Und ich glaube, es ist nicht Sean Bean, es ist der eine aus Nip/Tuck. Ist der Stepfather im Remake. Das habe ich auch nie gesehen. Ich habe aber die ersten drei gesehen und ich fühle mich sehr sicher dabei, The Stepfather etwas weiter unten bei, naja,
einzuordnen. Einfach eben, weil der dritte Teil scheiße ist, weil das Remake angeblich auch sehr, sehr scheiße sein soll, weil auf PG-13 Also getrimmt das wurde. Remake war Katastrophe, deswegen meine ich ja, das fand ich halt Ja, schrecklich. aber die ersten beiden mit Terry O'Quinn finde ich eigentlich ziemlich cool und deswegen finde ich es, naja, ist eine ganz faire Sache. Ja, beim nächsten Film kann ich dir tatsächlich sagen, dass der Titel für Cannibalistic Humanoid Underground Dweller steht und das ist das Einzige, woran ich mich bei diesem Film erinnern kann. Ich habe, glaube ich, den ersten einmal gesehen, aber ich kann es gar nicht sagen, ob es der erste oder der zweite war. Ich muss es auf jeden Fall auf nicht gesehen tun. Ich versuche, also ich will halt nichts, was ich will halt nichts abschreiben, was ich, aber das Bild kommt mir halt verdammt bekannt vor. Ja, das ist ein urbekanntes Motiv. Also ich glaube damals eben auch als Parodie auf das Teenage Mutant Ninja Turtles Motiv auch ein bisschen gedacht war. Doch, den habe ich gesehen, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ja, kommt bei mir auf, keine Ja, Ahnung. genauso, und ich mache einfach weiter, wie Nekromantik. Nachdem der erste Teil Tiersnuff enthält und man vor der Kamera einen Hasen umgebracht hat, ja, ich weiß, Schlachtung und bla bla, wäre sowieso passiert, bla bla, will ich trotzdem nicht sehen in einem Film, habe ich mich bis jetzt geweigert, mir das anzuschauen. Jörg Buttgereit, das weiß ich, es gibt zwei Teile. Ich habe beide Teile gesehen, sogar mehrmals. Naja, nicht mehrmals. Den ersten habe ich, glaube ich, zweimal gesehen und den zweiten auch. Gehört zu schlecht. Machen wir es kurz und knapp. Oh, weil es wird ja ganz gerne als künstlerisch anspruchsvolle Ja, 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 Arthouse-Perle das. bezeichnet. Aber ich Ja, habe, wie ja, gesagt, ja. vom ersten Teil habe ich das Review vom Cinema Snob gesehen und kann dein Votum sehr gut nachvollziehen. Ja? Ja, nee, nee, das gehört so ganz schlecht. The Prophecy. Ja. Wie heißt der nochmal auf Deutsch? God's Army. Christopher Walken. Es gibt ja auch da. Nein, ich muss auch da. Jetzt geht's rund. Ich muss auch das auf nicht gesehen tun, weil ich weiß, ich habe den ersten Teil gesehen. Den habe ich sogar, glaube ich, sogar zweimal gesehen im Fernsehen und dann auf DVD. Den finde ich eigentlich auch recht cool. Ich weiß, dass ich den dritten gesehen habe, aber es gibt, glaube ich, fünf oder sechs davon und ich habe einige davon nicht gesehen. Deswegen fühle ich mich nicht sicher, dass ich da irgendwie das ganze Franchise bewerte. Ich muss ehrlich zugeben, ich fand die sehr, sehr gut. Ich habe, glaube ich, die ersten drei Teile gesehen. Ich kann es auch die ersten vier Teile gesehen sein. Aber zum einen habe ich Christopher Walken in der Hauptrolle von Gabriel Der wirklich war geil gefunden. großartig, aber Christopher Walken ist halt einfach Also, immer großartig. Ich fand ihn super in der Rolle und er hat auch wirklich dieses Spiel wirklich mega geil umgesetzt. Also ich kann die Filme recht gut empfehlen, würde sie aber jetzt ja, ich habe jetzt echt stark überlegt, wo ich ihn einfüge. Ich habe jetzt überlegt zwischen gut und naja. Aber ich würde ihm jetzt sagen, er kommt bei mir auf ein schlechtes Gut als auf ein gutes Naja. Bist du, Weil. die Sätze, die wir heute schon gesagt haben, er kommt bei mir auf ein gutes Naja als auf ein schlechtes Gut. Das ist ja, wenn du das nur transkribieren würdest und irgendwie würdest das lesen, würde ich denken, okay, passt, der ist durchgeknallt. Naja. Es stimmt ja eh auch. YouTuber müssen durchgeknallt Ja, werden. voll. Aber wie schon gesagt, die Filmreihe ist wirklich gut und die Schauspieler sind toll. Und ja, kann man sich ansehen, aber jetzt nicht wirklich was Weltbewegendes. Oder zumindest was mich nicht wirklich gereizt hat. Im Gegensatz zu Darkman, der kommt bei mir auf ein sehr, sehr gutes Gut.
Weil ich liebe diese Serie. Ich kann mich noch damals erinnern, dass ich die mit einem Kumpel geschaut habe, am Tag nach einem mörderfetten Rausch, und dementsprechend gut kann ich mich auch erinnern an die Filmreihe. Ich habe den ersten sicher mittlerweile schon zweimal gesehen, aber ich kriege es, natürlich die klassische Story mit, wer ist es, Liam Neeson, oder, in der Hauptrolle? Ja. Ja, war einer seiner ersten richtigen, Großartige Rolle. Die großen Rollen. Frances McDormand war, glaube ich, auch dabei, oder? Die Coen-Brüder Regular in dem Fall. Puh, Da das mal. weiß ich jetzt nicht. Ja, tatsächlich. Und ich kann mich erinnern, dass ich den ersten Teil mochte. Ich kann mich vom zweiten und vom dritten an gar nichts mehr erinnern. Also, so peinlich das für mich persönlich jetzt auch ist, aber ich muss auch Darkman auf die Nicht-Gesehen-Liste setzen, obwohl ich ihn gesehen habe. Ich schreibe jetzt tatsächlich auch hierhin keine Wertung, weil, wenn ich da jetzt wirklich schreibe, nicht gesehen, und jemand liest daneben die Titel, denkt sich, Alter, was ist das für ein Trottoir? Sharknado nicht gesehen, Vollidiot, und Killjoy, und Naja. Hutsch. Also zwei chinesische Schriftzeichen nebeneinander, das kann er ja nicht gesehen haben. Na, wie schon gesagt, Darkman ist auf jeden Fall eine Reihe, die was man sich mal Ja. ansehen kann. Sind jetzt auch nicht jetzt die Meisterperlen der Filmgeschichte, aber sie machen einfach Spaß zum Ansehen und ja, Darauf. deswegen kommen sie bei mir auf ein gutes Gut. Ein gutes Gut. Wo kommt bei dir The Toxic Avenger hin? Boah. Du wirst lachen. Ich habe sogar vor 3 Tagen den gesehen. Okay. Weil vor kurzem eine Blu-ray-Remastered-Version rauskam diesbezüglich. Deswegen wurde mir der vorgeschlagen und ich habe ihn mir angesehen. Aber ich kenne alle Teile. Und er kriegt bei mir ein Naja. Oh. Das liegt aber daran, dass er einfach so schön schwachsinnig ist. Also, der Film ist es nicht wert, schlecht genannt zu werden. Er ist aber auch nicht wert, sehr gut genannt zu werden. Deswegen dieser schöne Mittelwert mit Also, Naja. ich habe den schönen Mittelwert hier gut genommen und habe ihn sogar noch relativ weit oben bei gut. Und ich muss sagen, also der Anfang von gut, wo dann Ghostbusters, Gremlins, Zombieland und The Toxic Avenger in einer Zeile stehen, das finde ich eigentlich schon relativ witzig. Ja, was mich halt stört, ist halt das, dass sie bei Toxic Avengers die erste Schauspielerin, also im ersten Teil, die blinde Schauspielerin, die dann die Freundin vom Toxic Avenger ist, fand ich persönlich sehr, sehr gut. Fand ich auch wirklich so eher eine menschliche Seele. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das war. Ich muss jetzt echt mal googeln. Ich weiß, irgendwas mit M. Kann es das sein, dass der irgendwas mit M geheißen hat? Toxic. Mayhem? Maria? Toxic Avenger. Das ist wahrscheinlich Francesca, wenn ich sage. Irgendwas mit M. Nee, das ist jetzt nicht, was ich. Super. Ich gebe Toxic Avenger ein und kriege eine Musikgruppe. Ja, die gibt sicher, sind wahrscheinlich eh auch inspiriert von dem Film. Das kann ich mir nicht anders. Also, es ist ein Trauma-Film. Natürlich gibt es da Musikgruppen, die sich dort inspiriert haben. Ach so, der nennt sich ja, okay, der nennt sich ja Ja. Atomic Hero. Und die Schauspielerin, die was die Blinde gespielt hat, war Andrew Merenda. War im Übrigen ihr einziger Film. Ich wollte gerade sagen, ich will dir diese Entdeckung jetzt nicht nehmen, aber was zum Teufel soll uns das bringen? Was ich eigentlich sagen wollte, die Schauspielerin fand ich wirklich noch gut. Die war menschlich, die hat viel Seele in den Film reingebracht. Aber im Gegensatz zu Teil 2, Teil 3, Teil 4, wo sie dann eine Pornodarstellerin genommen haben, fand ich katastrophal.
Ja, genau, weil du, weil deine Pornodarstellerin, sowas kann man ja doch nicht nehmen. Nein, die war katastrophal. Die war halt wirklich eine Katastrophe. Ja, die hat halt was angehabt. No. Nein, aber. Nein, hat sie nicht. Die haben ja gepoppt in den anderen Teilen. Ah ja, voll. Ich weiß schon, wenn es meinst. Ja, stimmt. Stimmt. Und sie haben. Aber die war Ja, sie war schrecklich. absolut schrecklich, aber so wie es bei Troma üblich war, sie haben auch sich wirklich nicht einmal einen Funken bemüht, dass sie das Ganze irgendwie überspielen. Das Ja, hat, auf ja, jeden es hat es Fall. halt schon irgendwie ganz witzig gemacht. Nein, ich mag die Filme, ich mag sie wirklich gern. Ich mag aber auch Troma generell extrem gern. Da fällt mir eigentlich gerade ein, wo wir jetzt gerade bei den Horrorfilm-Franchises sind, wenn Atomic Hero da draufsteht, wo ist eigentlich Class of Newcom High? Das gehört ja zum Franchise. Na. Doch, gehört wirklich zum Franchise. Gehört zum Toxi. Ja, Okay. gehört zum Okay, ja, dann passt das mit dem Blut auf jeden Toxic Fall. Also Franchise. ich erinnere mich noch wundervoll an die Szene, wo der eine bei Class of Newcom High dasteht mit dieser Gasmaske und unter der Gasmaske hustet. Dann nimmt er die Gasmaske runter und hat unter der Gasmaske die Chick in der Pappen. Das habe ich sehr, sehr lustig gefunden. Ja, es waren schon sehr, sehr trashige Filme, Ja. aber lustig trashige Filme. Keine schlechten trashigen Filme, Voll. lustige trashige Was Filme. sagst du eigentlich zu Waxwork? Waxwork gebe ich zu gut. Zum einen, weil Bruce Campbell mitspielt. Ja. Und zum anderen, weil es halt wirklich für mich wirklich wiederum schöne Horrorkomödien sind. Okay, wenn du das so sagst, muss ich sie zu nicht gesehen geben, weil ich hab sie definitiv gesehen, 100%, aber es ist extrem lang her, und ich kann mich eben nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast mit Horrorkomödie, ja, es klingelt irgendwas, ich weiß, die waren damals, Also, ich muss dazu sagen, der zweite ist mehr ja, Komödie als der erste. waren auch damals wirklich böse verboten und alles, bla und zensiert und alles. Ich weiß, dass ich sie gesehen habe, ich bild mir auch ein, dass ich sie lustig fand, aber das ist mir aktuell einfach zu wenig, um eine Wertung zu vergeben. Ja, also mir bleibt eine Szene und das alleine, das werde ich, muss ich auf gut setzen, wo Chris Campbell halt auf der Streckbank liegt, komplett offen, mit offenem Brustkörper. Und der Hauptdarsteller, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, wie schon gesagt, ich habe es nicht mit Namen, wirft unabsichtlich Salz über seinen Brustkorb. Und er, brennt, 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 Wasser, Wasser, Wasser. Und der nimmt dann eben so einen Behälter mit Flüssigkeit, wirft die drüber und er schreit immer mehr. Dann schaut er aufs Etikett, steht Essig drauf. Also, mega geile Szene und die werde ich immer im Gedächtnis bleiben. Und der Film war gut. Also kann man sich ansehen. Ja, mache ich definitiv wieder, weil das ist eben genau, weißt, genau solche Sachen. Und deswegen finde ich auch solche Sachen wieder geil, wenn wir darüber reden, weil Darkman und Waxwork, ich habe ja selten Zeit dafür, dass ich mir Filme zweimal anschaue. Ja, gut, ich habe so viele Filme, ich habe wahrscheinlich teilweise nicht einmal Zeit, dass ich mir das einmal anschaue. Aber Waxwork und Darkman weiß ich, muss ich noch einmal schauen. House muss ich unbedingt endlich irgendwann einmal sichten. Ich habe da so viele Filmempfehlungen, nämlich lustigerweise, so blöd das jetzt auch klingt, der Teil, der mir persönlich von der Liste, die wir jetzt da erstellt haben, am allermeisten bringt, ist nicht der sehr gut, na ja, geht so oder schlecht Teil, sondern wirklich der keine Wertung Teil, wo ich gerade mal so schön auf einer Bildschirmseite zusammengefasst habe, welche Horrorfilm-Franchises es eigentlich gibt, von denen ich noch entweder gar nichts oder zu wenig gesehen habe. Grundsätzlich kann man das auch als Zuschauer fast eigentlich als Anschauempfehlung ansehen oder nicht. Ja. Die Leute, die was sich das jetzt ansehen, können jetzt entscheiden, aha, ja gut, was die jetzt quatschen, ja, klingt interessant, habe ich noch nie gesehen, könnte ich mir mal anschauen. Weil, wie schon gesagt, dieses Franchise, also diese, ich bin sehr überrascht, dass diese Franchise-Kollektion wirklich sehr umfangreich ist. Also, es gibt ganz, ganz wenige Sachen, ja, da komme ich noch später kurz drauf zurück. Aber zwei, drei, ich habe ja schon gesehen, was jetzt noch die letzten fünf Sachen, sechs Sachen sind. Zwei Sachen sind mir noch eingefallen, die was eigentlich hier in dieser Reihe noch fehlen. Ja, dann reden wir auf jeden Fall nochmal kurz drüber. Aber zuerst ganz kurz zu Contracted. Da geht es offensichtlich um eine sexuell übertragbare
Krankheit, aber angeblich ist es dann noch viel schlimmer. Also, ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen könnt damit, aber habe ich nicht gesehen, soll auch laut Letterboxd relativ mies sein. Ich nehme an, du hast die auch nicht gesehen. Zwei Teile gibt's. Den ersten Teil habe ich mir mal angeteasert, Tatsächlich, nenne ich es jetzt okay. mal. War aber eher so auf einer Streaming-Plattform, weil es mir mal empfohlen worden ist. Könnte mich aber überhaupt nicht mehr erinnern. Also muss ich auch auf keine Ahnung geben. Oder halt nicht gesehen, weil ich kann mich nicht mehr erinnern. Und jetzt tut's mir weh. Jetzt tut's mir echt weh. Was zum Teufel mache ich mit Chrome Skull? Ah, Chrome Sky kommt bei mir ganz hoch. Ich habe ein Problem. Ich mag den ersten extrem gern. Ich meine, Nick Principe ist ein saucooler Typ, auch menschlich. Ich liebe den Kerl. Laid to Rest war sehr schön atmosphärisch, war, hatte zwar wenig brutale Momente, aber die haben gesessen. Der zweite Teil hatte nur brutale Momente, war aber scheiße. Also der erste Teil hatte Ja, heftige aber Szenen. wenig. Weil, wie gesagt, der erste Teil, den, Würde ich jetzt naja, nicht den behaupten. ersten Teil haben es damals, ich glaube, um was gekürzt für die FSK-Freigabe. Ja gut, Ja, ich hab immer nur die unzensierte Sache aber ich gesehen. sag, Also bei mir, beim ersten deswegen Teil kenne die zensierte Sache gar haben nicht. sie für die FSK-Freigabe, ich glaube, 16 Sekunden rausgeschnitten und beim zweiten Teil 16 Minuten. So, um den Dreh. Der zweite ist auf jeden Fall von der Menge an Gore-Szenen wesentlich härter. Auch die Qualität der Gore-Szenen ist fantastisch. Aber die Story ist Arsch. Die Darsteller sind Arsch. Der Film wirkt wie ein Billigsdorfer Porno aus der Tiefgarage vom nächsten Baumarkt. Der zweite Teil ist eine Kann ich nicht unterschreiben. Katastrophe. Nee, also muss ich dir widersprechen. Aber das sind halt so die Geschmäcker von den Ja. Filmen. Ich fand ihn gut. Also mir hat er echt gut gefallen, sei es jetzt der erste oder der zweite Teil. Der erste Teil ist halt wesentlich billiger produziert, würde ich fast behaupten, als der zweite Beim, Teil, weil ja, der zweite beim. Teil hat doch mehr, ja. Der erste war, Ja, wie aber der soll ich sagen? Unterschied ist, der erste war billig und sieht aber nicht billig aus. Und der zweite sieht extrem billig aus. Und das finde ich halt sehr schade. Billig würde ich nicht sagen. Also ich finde ihn sogar teurer produziert. Weiß nicht. Also ist jetzt meine Meinung. Also zu dem, was wir jetzt gerade reden, Chrome Skull oder Lead the Rest, Ja. sage ich gleich mal vorweg, ist echt schwer zu sehen. Also überhaupt ungekürzt. Also wenn ihr in Deutschland seid, ihr werdet ihn fast nie wirklich komplett ungekürzt sehen. Also ich habe das einmal drei Leuten empfohlen, diesen Film, weil ich wirklich einer der härtesten Horrorfilme finde, die was ich seit langem gesehen habe, mit echt guten und bös gemachten Splatter-Szenen. Und sagen wir mal so viele Arten, wie man einen Menschen mit einem Messer killen kann, Ja. hat man in dem Film, glaube ich, noch nie gesehen. Und ihr müsst halt wirklich lange, lange suchen. Ich weiß nicht, wie hast du ihn unzensiert gesehen? Gibt es den bei Es gibt uns den, unzensiert? es gab von Dragon ein Mediabook, das weiß ich, weil das habe ich sogar mit Autogramm von Chrome Skull persönlich. Es gibt vom zweiten Teil ein Mediabook, es gibt dann von Dragon noch ein Mediabook mit beiden Teilen, es gibt von. Hast du nicht mal ein Interview sogar Ja, gehabt mit Nick genau. Principe? Es gibt, ich glaube, Keepcase-Versionen von beiden und letztens hat sogar mit gezeichneten Rick Melton Artwork PCM noch einmal eine Mediabook-Version davon aufgelegt. Also in einem Punkt gebe ich dir sehr recht. Es war oder ist immer die meiste Zeit über sehr schwer, an den Film ungekürzt ranzukommen, weil die Auflagen, die davon rauskommen, immer relativ schnell vergriffen sind. Es gibt aber zahlreiche Uncut-Versionen von dem Film, die auch jetzt, ich sage jetzt einmal per se, nicht schwer zu bekommen sind, aber wenn du jetzt bei Filmundo oder sowas schauen würdest, zahlst halt einfach einmal mehr, wenn du da zu langsam bist. Keine Ahnung, ob es vielleicht von der letzten Auflage noch was gibt. Da habe ich sogar also ich habe glaube ich, von allen Versionen irgendwie Reviews da auf dem Kanal. Aber anyways, ich habe jetzt den Chrome Skull mich entschieden und habe ihn ins Mittelfeld von naja gesetzt.
Eben wirklich nur, weil der Film per se dann, also der zweite Teil, ich halte den kaum aus, ich finde den furchtbar. Ich finde es natürlich sehr, sehr schade, dass der Regisseur verstorben ist. Alleine schon deswegen, weil ich meine, er und Nick Principe haben wirklich intensiv an dem dritten Teil gearbeitet und wollten da noch einmal eines draufsetzen. Hätte ich wahnsinnig gerne gesehen, wird es aber leider nie spielen. Ja. Okay. Naja, wie schon gesagt, also ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Einer meiner Lieblingshorrorfilme oder Splatterfilme, wenn man es nennen möchte, Slasherfilme, finde ihn wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und einen kleinen Tipp, bevor wir jetzt zum nächsten kommen. Falls ihr den Film irgendwo auf einer Streaming-Plattform seht, schaut ihn dort nicht Na, an. wer ist Kat? Weil der ist hundertprozentig geschnitten. Und geschnitten macht der Film überhaupt keinen Spaß. Ist so. Weil dieser Film ist zumindest dann zur Hälfte gekürzt. Also statt 1 Stunde 30 dauert dann vielleicht 45 Minuten. Und zum anderen, er macht einfach wirklich keinen Spaß anzusehen, weil der Film lebt von diesen Splatter-Szenen. Und die sind wirklich grenzgenial. X-Tro! Gibt Kenne ich nur den ersten Teil, muss ich ja, gestehen. Tito. Und kommt bei mir auf, na ja. Okay, nein, kenne ich nur den ersten Teil, kommt bei mir deswegen auf keine Wertung. Muss ich mir die anderen irgendwann mal anschauen. Und ich werde jetzt, nämlich witzigerweise bei Invisible Man mache ich genau dasselbe wie bei Creature from the Black Ja. Lagoon. Den haue ich auch auf keine Wertung. Da gebe ich dir recht. Weil da gibt es auch mehrere. Er liegt eh genau da hinter mir. Ich weiß ja sogar, wo das Steelbook steht. Das steht ja genau bei Creature, bei den eben Universal Monstern. Aber ich habe, vielleicht habe ich das Original irgendwann einmal gesehen, vielleicht nicht einmal das. Ich kenne natürlich die Version Jagd auf den Unsichtbaren mit Chevy Chase, natürlich. Der ist relativ witzig. Aber ich kann nicht viel sagen. Genauso Tales from the Hood. Nie was davon gehört, nie gesehen. Wenn man eigentlich. Kann ich dir nur recht geben? Kann ich dich nur Das unterstützen, dass heißt, das wir gut. sind beim letzten Titel. A Quiet Wo haust du Place. den hin? Jetzt bin ich gespannt. Das ist nämlich zum Schluss noch einmal eine ganz überraschende Geschichte. Ich muss jetzt schauen, ob ich den nicht verwechsel gerade mit einem Film. Ja, ich habe meinen Platz. Also ich kann es gleich sagen, ich fetz den relativ weit rauf. Ich fetz den relativ weit rauf bei gut. Hinter Chucky und setze ihn sogar noch vor Conjuring und Insidious, weil ich finde das Konzept ziemlich geil. Auch wenn einige absolute Dummheiten dabei sind, wie warum zum Teufel macht man dann Kinder, die ja bekanntermaßen nichts anderes Ah, können, okay. außer laut sein. Der ist noch nicht sehr alt, der Film, Nein, der gell? ist sehr neu und es gibt zwei Teile. Und ich fand auch den zweiten ziemlich gut. Okay, den muss ich leider auf keine Ahnung setzen, weil der ist auf meiner Festplatte schon. Und ich wollte. Was denn? Darf ich doch sagen? Stimmt, legal gekauft. Ich habe den eben auf einer Festplatte und ja, also der ist schon seit Ewigkeiten auf meiner Warteagenda und den habe ich leider noch nicht gesehen. Will ich auf jeden Fall mehr ansehen. Stimmt, du hast eigentlich völlig recht, wenn du vor 3, 4 Jahren sowas gesagt hast, ja, den Film habe ich auf der Festplatte. Aber heutzutage kann man ja Nee, ich wirklich. weiß gar nicht, habe ich den bei Amazon Ja, genau, ich downloadet sage, oder ich weiß es jetzt aktuell gar nicht, kann man ja keine wirklich Ahnung. von Amazon über iTunes und so weiter, man kann ja wirklich alles digital kaufen, beziehungsweise man kann sich digital Leute anschauen, die über ihre Filmsammlungen reden. Und bist du deppert, wir haben jetzt wirklich in einem 5,5 Stunden langen Marathon. Haben wir hier unsere Listen erstellt. Aber ich würde trotzdem sagen, bevor wir das Projekt. Wie schon gesagt, es fehlen mir noch Ah ja, na dann zwei bitte sehr. Franchise fehlen mir noch. Und zwar Tales from the Crypt. Sehr gut. Die fehlt mir, weil da gab es ja einige Filme, jetzt nicht nur Ja. serientechnisch, sondern auch filmtechnisch. Und Collector. Kollektor kann man auch fast zu gut. Eigentlich, die habe ich auch gern gehabt. Ja, das stimmt. Also Collector oder die Kollektion oder halt, wie schon gesagt, die Tales from the Crypt Serie. Also die zwei sind mir sofort eben eingefallen, weil das eben auch so zu meiner sehr gut Serie gehören Ja, würde. hast du völlig. Ich meine, gut,
Mir fällt da noch ein Wolf Cop, weil ich es gerade sehe im Regal. Ja, Ist nicht, ja, es fehlt, natürlich fehlt definitiv. urviel. Aber das können wir ja sagen. Gut, dass dir das aufgefallen ist. Siehst, mir wäre das gar nicht aufgefallen. Oder gut, von Takashi Miike, die Yokai-Monsters. Naja, gut. Aber es können natürlich unsere Zuschauer gerne, wenn euch noch weitere Horrorfilm-Franchises einfallen, die da jetzt gefehlt haben, weil ich sehe jetzt vor allem, wenn ich dann denke an die Gates of Hell von Lucio Fulci, an die klassischen Argentos, an die Bava-Filme, die ja teilweise auch zusammengehängt sind, da fehlt schon wirklich relativ viel. Ist eigentlich ziemlich schade. Aber ich finde, wir haben trotzdem einen relativ interessanten Querschnitt hier durch die Filmlandschaft gemacht. Magst du noch, bevor wir dieses Projekt dann abschließen, noch einmal gemeinsam die Platzierungen vorlesen oder reicht es, wenn wir noch einmal drüber scrollen? Also ich scroll eigentlich schon die ganze Zeit darüber. Ich glaube, wenn wir jetzt wieder alle aufzählen, glaube ich, würde das nochmal so 10, 20 Minuten gehen. Ja, dann. Und ich glaube, das wäre dann zu langweilig für die Ja, Leute. voll. Es, Also man kann ja, an der Stelle können wir es ja nochmal dazu sagen. Also auf meinem Kanal bei diesem Video sieht man auf der linken Seite vom Bild meine Nominierungen und meine Platzierungen. Und wenn man sich das Ganze auf dem Kanal vom Rico anschaut, dann sieht man dort seine Platzierungen. Und das ist natürlich relativ spannend. Ihr habt den Link zum jeweils anderen Video auf jeden Fall immer in der Videobeschreibung vom jeweils anderen. aber weißt du, was wir noch machen können? Das könnten wir schon noch kurz machen. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber wie viele Zeilen hast du bei sehr gut? Ah, das ist interessant. Zwei? Okay, ich vier. Okay. Wie viele Zeilen hast du bei gut? Zehn? Oh, dann hast du wesentlich mehr auf gut gemacht als ich dann noch auf sehr gut, weil da habe ich wesentlich weniger. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben, zwei, vier. Sieben habe ich bei, naja. Bei Naja habe ich nur 5. Geht noch habe Und ich bei Geht noch? vier. Da habe ich 2. Und schlecht habe ich Okay. zwei. Habe ich nur eine. Okay. Okay. Na gut, ich habe. Dann hast du wesentlich schlecht, hast du mehr wirklich schlecht beurteilt als Ja, ich bin ich. halt ein Arsch. Aber ich habe aber auch wirklich ziemlich viel hierbei, keine Wertung und ziemlich viel, was ich mir auch gleich selber. Ja, keine Wertung oder nicht gesehen oder keine Ahnung, wie wir sie auch betitelt haben, habe ich 6 Zeilen. 6, 18, 11. Was? 11 Zeilen. Okay. Und zwar bummvoll. Aber ja, aber wie gesagt, Okay. ich war halt auch, wenn ich von einem Franchise sag mal, einen Film nicht gesehen habe, habe ich es meistens trotzdem in die Liste raufgenommen. Aber wenn ich zwei Filme Ja, nicht gesehen habe, okay. ich gesagt, nein, passt, keine Wertung. Also das ist. Aber es ist spannend. Dann, Wie gesagt, ja. das ist jetzt nach 5,5 Stunden gemeinsamer Arbeit, die mir persönlich aber wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, muss ich dazu sagen. Mein Ergebnis für die Liste, das seht ihr in meinem Video. Ricos Ergebnis seht ihr in seinem Video. Und ich würde sagen, die Abschlussworte für unser erstes großes Projekt überlasse ich dann an der Stelle dir. Nachdem. Was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, wer es geschafft hat, bis jetzt noch auszuhalten und wer so ein fleißiger Zuschauer ist von Zocki, bei mir schaut es eh keiner. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Leute, wenn ihr wollt, wenn ihr noch mehr von dem sehen wollt oder wenn ihr mal was anderes in der Art und Weise sehen wollt, ihr könnt Listen auch hier selbst erstellen. Diese ganze Seite nennt sich halt Tiermaker und wenn ihr halt wollt, dass ich mir auf eure Listen mal ja reacten, kann man ja schon fast behaupten, kann man schon fast sagen, oder halt eure Listen dann bewerten, dann macht mal welche und schreibt sie unten in die Kommentare. Wir wären da sehr, sehr, sehr gern offen dafür. Und ja, wenn ihr andere Ideen habt und wenn ihr mich halbwegs sympathisch findet. Ich bin manchmal nicht so der Redenswillige wie der Zocki oder bin auch manchmal ein bisschen wortkahl. Liegt auch daran, dass ich manchmal ein bisschen Halsschmerzen habe und ich Multitasking nicht fähig bin. Und ich meistens zwei Sachen auf einmal nicht machen kann. Das heißt, wenn ich eine Internetseite aufmache und rede, das ist schon zu viel Arbeit für mich. Da frage ich mich manchmal, wie ich meinen Let's Play-Kanal eigentlich schaffe. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Dann, Leute, schreibt es in die Kommentare. Wir leben teilweise von euren Kommentaren. Das ist unser tägliches Salz, was wir Unser brauchen. tägliches Salz in der Wunde. Ja.
Hey, ich brauche bei jedem Essen meistens zusätzliche Sträuchchen Salz. Ja, aber nee, wie die Luft zum Atmen brauchen wir es manchmal, ist vielleicht ein besseres Beispiel. Weil dafür machen wir es. Wir machen es für euch und natürlich auch ein bisschen zu unserem Ja, Spaß. wir hatten ihn, ich Also. hoffe, ihr auch. Cool wäre es auf jeden Fall. Ich meine, ich sag's tatsächlich jetzt noch einmal dazu. Wir haben alle Teile von dieser heutigen Liste hintereinander aufgenommen. Ich glaube, wir haben um 10 am Abend angefangen. Es ist jetzt 4 Uhr in der Früh. Mir fallen dann auch gleich die Augen zu. Also euer Feedback, das ihr uns gegeben habt in den letzten Wochen, werden wir dann ab dem nächsten Mal erst einsetzen können. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Vielleicht habt ihr ja interessante Ideen für Listen oder wollt selber eine erstellen. Ich sage in dem Fall vielleicht maximal mit 20 Titeln oder so drinnen, weil sonst dauert es einfach Ja. zu lang. Aber das war auf jeden Fall, finde ich mal, ein relativ cooler Starter. Sollte von euch nichts kommen, wenn wir uns fürs nächste Mal wieder selber was suchen. Aber auf jeden Fall ist das eine ganz nette Richtung. Mir hat es Spaß gemacht. Dir hoffentlich auch. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. War ja auch grundsätzlich Ja, meine Idee. tatsächlich. Und deswegen hoffe ich auch sehr, dass es an den Zuschauern ein bisschen Anklang findet. Und ich nehme mal jetzt Zockis Abschlussworte jetzt für meine Worte. Weil er hat, glaube ich, die letzten Verabschiedungen gemacht, hat mir die immer abgenommen. Und sage, danke, dass ihr so fleißig dabei wart und auch so wacker uns die Stange gehalten habt. Hat uns auf jeden Fall extrem gefreut und würden uns freuen, wenn ihr uns das nächste Mal wieder unterstützt und wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal, macht es gut und Ciao. tschüss.